Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist eine Portion Reis? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ich hatte einen Patienten in der Praxis, der die Fragestellung hatte, was überhaupt an Beilagen. Und zwar hat er gerne Reis gegessen. Was ist dort die richtige Portionsmenge? Ich habe hier in der Hand den Rose Fröhlich Ernährungsmaßfächer. Und es ist von den Portionsmengen her so, dass man die Menge mit der Handschale definieren kann. Und dass es am Ende eine Handschale vollgekochter Reis ist. Und zwar ist der Hintergrund mit der Portionsmenge, dass man da zwei Hände voll mit Gemüse zu hat, dass man, wer mag, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei oder wer vegetarisch unterwegs ist, eventuell auch noch zusätzlich Hülsenfrüchte oder Linsen dazu hat. Der Hintergrund ist, dass die Kohlenhydrate wie der Reis zum Beispiel schneller den Blutzucker ansteigen lässt. Und dann, da es hier auch noch um die Fragestellung ging der Gewichtsveränderung, war dann die Frage, was ist da denn wirklich die Portion? Und da sagt man heute immer in der warmen Mahlzeit eine Handschale vollgekochten Reis. Der Hintergrund ist, dass eben der Blutzucker nicht so doll ansteigen soll, dass die Portionsmenge richtig ist und eine gesunde Mischkost am Ende zusammenkommt. Wer mehr wissen will zu den Portionsmengen, könnt ihr euch im Ernährungsmaß angucken. Schaut euch einfach nochmal die Videos an. Denkt dran, Plus weg. Abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also eine Handschale voll ist die Portionsmenge für Reis. Lieben Gruß zu euch allen und Videos aufnehmen bleibt auch immer wieder spannend. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.